Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen den neuen Ausschreibungsprozess in SAP S/4HANA zeigen. Der Hintergrund ist, dass in den aktuellen Fallstudien zu S/4HANA 2020, die vom UCC zur Verfügung gestellt werden, noch der auf den in Anführungszeichen alten Apps basierende Prozess gezeigt wird. Aus meiner Sicht ist aber dieser neue Prozess deutlich schöner, besser zu verstehen, einfacher zu verarbeiten. Deshalb möchte ich Ihnen den einmal zeigen. Steigen wir also direkt ein. Wie verwalten wir unsere Ausschreibungen mit der App Ausschreibungen verwalten? Was ich jetzt tun werde, ich werde eine neue Ausschreibung anlegen. Es geht dabei um eine Ausschreibung mit Lieferantenanfragen. Also wir wollen Lieferantenanfrage senden, um ein Angebot für ein bestimmtes Material abzugeben. Im ersten Schritt muss ich jetzt natürlich erfassen, um was es hier gehen soll. Ich nenne diese Ausschreibung mal Demo neuer RFQ-Prozess. Den Sparenschlüssel ändere ich gleich schon auf EN, weil die Lieferanten alle in den USA sitzen werden, die ich dafür verwende. Die Angebotsfrist soll 2 Wochen betragen und das Ganze betrifft die Einkäufergruppe in Nordamerika, die Einkaufsorganisation US00 und damit auch den Buchungskreis US00. Wir müssen jetzt noch erfassen, in welcher Währung das Ganze erfolgen soll. Das ist US-Dollar. Und natürlich, welche Positionen, welche Materialien angefragt werden. Es wird hier bei uns nur eine Position geben in dieser Ausschreibung. Das ist dieses Kettenschloss für das Werk Miami. Und ich möchte von diesem Kettenschloss eine Menge von 200 Stück beschaffen. Und das Lieferdatum soll in einem Monat sein. Was wir jetzt noch tun müssen, bevor wir diese Ausschreibung speichern können, wir müssen Bieter auswählen. Ja? An welche unserer Lieferanten soll diese Ausschreibung gesendet werden. Wir können jetzt verschiedene Wege wählen. Entweder wir können Bieter manuell hinzufügen. Dazu kann ich aus der Liste der verfügbaren Bieter welche auswählen. Ich suche mal einen Bieter, den ich angelegt habe. Das ist dieser hier zum Beispiel mit West Supply. Ich könnte natürlich aber auch versuchen, Bietervorschläge zu bekommen. Ja? Und hier gibt es einen Bietervorschlag. Wo kommt dieser Bietervorschlag her? Im System wurde schon mal eine Bestellung über das Material von SpyGear erfasst. Damit gibt es einen Einkaufinfosatz und damit kann jetzt das SAP S/4HANA-System uns diesen Bieter vorschlagen. Und den wählen wir auch aus. So, die Ausschreibung ist angelegt. Ja, diese Ausschreibung in S/4HANA hat jetzt so ein Status Schema, das ermöglicht, diese Ausschreibung zuerst vorzubereiten und sie dann erst zu veröffentlichen. Erst wenn sie veröffentlicht ist, würde sie an die Lieferanten verschickt. Veröffentlichen wir diese Ausschreibung und dann navigieren wir zurück auf die Übersicht und sehen, es gibt jetzt hier die gerade angelegte Ausschreibung. Diese Ausschreibung ist eine Lieferantenanfrage, ist von mir angelegt und ist veröffentlicht. Was ist der nächste Schritt in diesem Ausschreibungsprozess? Der nächste Schritt wird sein, dass wir Angebote erfassen. Und auch das ist mit dem neuen Prozess sehr einfach möglich. Ich kann jetzt einfach den Lieferanten auswählen, der mir ein Angebot zugesendet hat und ein entsprechendes Angebot anlegen. Das Angebotsdatum soll heute sein. Sie sehen, entsprechende Infos wie immer schon übernommen. Und wir müssen jetzt natürlich noch pflegen, welcher Angebotspreis uns genannt wurde. Der Bestellnettopreis soll in diesem Fall 34,5 US-Dollar sein, aber es werden uns nur 150 Stück angeboten. Wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere Ausschreibung, dann sehen wir, dass es jetzt nicht mehr nur die beiden Bieter gibt, sondern weiter unten auch das erste Angebot zu dieser Ausschreibung erfasst wurde. Wie immer sehen wir das Ganze auch sehr schön im Prozessablauf dargestellt. Ja, wir sehen jetzt, dass es hier eine Ausschreibung gab und dass dazu jetzt das erste Lieferantenangebot erfasst wurde.
Erfassen wir noch ein zweites Angebot, diesmal von Spygear. Auch hier wähle ich das heutige Datum. Spygear bietet uns alle 200 Stück an, allerdings zu einem höheren Preis. Auch dieses Angebot legen wir an. Navigieren wir wieder zurück zur Ausschreibung. In der Ausschreibung können wir jetzt sehen, im Prozessablauf, dass eben zwei Angebote erfasst wurden. Auch bei den Angeboten in diesem neuen Prozess ist das so, dass sie wieder in Status enthalten. Ja, also diese Angebote sind beide noch in Vorbereitung. Das heißt, die sind noch nicht vollständig im System erfasst, sodass wir sie weiterverarbeiten können. Deshalb geben wir das Angebot jetzt noch ab. Sowohl das eine Angebot als auch das zweite Angebot. Und jetzt erkennen wir in dem Prozessablauf, dass die beiden Angebote abgegeben wurden von den beiden Lieferanten. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, die Angebote zu vergleichen. Auch hierfür gibt es jetzt eine schöne neue App. Das wird aufgrund meines Zoom-Faktors ein bisschen blöd dargestellt. Das wird jetzt da links gezeigt. Das ist die Lieferantenangebote vergleichen. Wir können jetzt alle Angebote, die zu dieser Ausschreibung abgegeben wurden, vergleichen. Und in dem Vergleich erkennen wir jetzt Folgendes. Ja, wir sehen das Angebot von Midwest Supply, das nicht die vollständige Menge enthält, aber den günstigsten Preis. Und wir sehen das Angebot von Spygear, das die vollständige Menge enthält und somit in Summe die günstigste Position vom System jetzt ermittelt wurde. Wir können uns jetzt das Ganze auch noch mal in weiteren Details anschauen. Ja, und wir sehen jetzt hier, welches der günstigste Preis war. Einmal 34 US-Dollar, einmal 35 US-Dollar und jeweils welche Menge uns angeboten wurde. Ja, auf dieser Basis könnten wir jetzt auch zum Beispiel 150 Stück von dem einen Anbieter bestellen und nur 50 von dem anderen. Das machen wir aber nicht, sondern wir gehen zurück und wählen tatsächlich das vorgeschlagene Angebot von Spygear und erteilen Spygear den Zuschlag. Navigieren wir wieder zurück zu unserer Ausschreibung, die das alles zusammenhält. Wenn wir uns jetzt den Prozessablauf anschauen, sehen wir, dass ein Angebot den Zuschlag erhalten hat. Und wenn wir dieses Angebot jetzt öffnen, können wir einen Folgebeleg anlegen. Wir können jetzt entweder eine Bestellung oder wir könnten einen Kontrakt anlegen. Wir werden an dieser Stelle eine Bestellung anlegen, um die entsprechenden Materialien von Spygear zu beziehen. Und somit haben wir jetzt eine Bestellung für unser Material aus der Ausschreibung erstellt. Das ist diese Bestellung und wie Sie das kennen, könnten wir jetzt zu dieser Bestellung einen Wareneingang erfassen und nachdem der Wareneingang gebucht wurde, könnten wir eine Lieferantenrechnung erfassen und dann auch den Zahlungsausgang buchen. Schauen wir uns jetzt wieder unsere Ausschreibung an, nachdem wir eine Bestellung angelegt haben. Also wir erkennen jetzt hier die Ausschreibung, ein Angebot, dessen der Zuschlag erteilt wurde und die Bestellung, die an den Lieferanten versendet wurde. Der Vollständigkeit halber lehnen wir das Angebot des anderen Lieferanten noch ab. Und somit sind jetzt beide Angebote vollständig bearbeitet. Ich werde jetzt in diesem Video tatsächlich auch den Bestellprozess zu Ende durchführen, obwohl das eigentlich nicht mehr zu diesem neuen Ausschreibungsprozess gehört. Aber dann habe ich das auch in einem Video nochmal gezeigt. Was ist der nächste Schritt bei einer Bestellung? Der nächste Schritt ist die Buchung des Wareneingangs. Ich könnte entweder die App jetzt hier suchen, Wareneingang zum Einkaufsbeleg, oder aber, und das werde ich jetzt machen, das übers Kontextmenü hier aufrufen. Hier nochmal ein kleiner Hinweis, sollte der Eintrag bei Ihnen nicht auftauchen, können Sie über weitere Links sich die Auswahl der möglichen Kontextmenü-Einträge anzeigen lassen und da eben den entsprechenden Eintrag auswählen. Bei mir ist der schon vorhanden. Ich kann also den Wareneingang zu einem Einkaufsbeleg buchen. Wie viel werden geliefert? Das sind 200 Stück. Die können
nur in dem Lagerort Trading Goods gebucht werden und somit habe ich den Wareneingang zur Bestellung gebucht und das hier ist der zugehörige Materialbeleg. Und auch hier wieder eines der schönen Eigenschaften von SAP S/4HANA. Wir haben auch hier wieder den Prozessablauf, von da immer aus sehen, was jetzt eben passiert ist, nämlich kommend von unserem Einkaufsbeleg wurde jetzt ein Materialbeleg und ein zugehöriger Buchhaltungsbeleg erzeugt. Und auch das kennen Sie schon. Wir können uns das jetzt im Belegfluss anzeigen. Durch das Buchen des Wareneingangs wurde nämlich jetzt auch wieder ein Beleg im Finanzwesen erzeugt. Also wir sehen hier unsere Bestellung. Dazu wurde ein Wareneingang erzeugt und passend zu dem Wareneingang gibt es hier den zugehörigen Hauptbuchbeleg. Und wie immer können wir uns das nun auch in der T-Kontendarstellung anzeigen und wir sehen eben, welche Konten gebucht wurden durch den Wareneingang. So, die weitere Bearbeitung machen wir jetzt aus der App Bestellungen verwalten. So, schauen wir uns unsere Bestellung wieder an. Das hier ist unsere Bestellung. Die enthält eine Position und wenn wir auf der Ebene der Position uns jetzt den Prozessablauf ansehen, dann sehen wir auch, dass zu dieser Bestellung schon ein Wareneingang gebucht wurde. Der nächste Schritt in unserem Prozess ist jetzt das Erfassen der Lieferantenrechnung. Das machen wir mit der App Lieferantenrechnung anlegen. Das Rechnungsdatum ist das heutige Tagesdatum. Der Lieferant ist Spygear. Und wir erfassen jetzt einen Rechnungsbetrag von 7.000 US-Dollar und wollen diese Rechnung natürlich zu einer unserer Bestellungen erfassen. Und damit suchen wir uns die Bestellungen. Das ist diese hier von unserem Lieferanten. Wir müssen jetzt hier noch das Steuerkennzeichen erfassen und den Steuerstandort. Das ist dem Prozess hier in USA geschuldet und haben damit die Rechnung erfasst mit einem Bezug auf unseren Einkaufsbeleg über die 7.000 US-Dollar. Das Ganze können wir jetzt prüfen. Ist erfolgreich geprüft, also die Rechnung könnte verbucht werden. Wir können jetzt simulieren, was das Buchen dieser Eingangsrechnung für eine Auswirkung im Finanzwesen hätte. Und wenn wir damit zufrieden sind, können wir diese Rechnung verbuchen. Ich zeige die jetzt nicht an, sondern ich navigiere wieder zurück zu unseren Bestellungen und suche wieder die Bestellung. Das ist unsere Bestellung. Und wenn wir uns jetzt hier auf der Position wieder den entsprechenden Prozessablauf anschauen, werden wir nun auch sehen, dass die Rechnung, die Eingangsrechnung, erfasst wurde. Der letzte Schritt ist jetzt das Buchen des Zahlungsausgangs für unseren Lieferanten. Das machen wir hier über das Kontextmenü. Ausgangszahlung buchen. Wir könnten natürlich auch Ausgangszahlung buchen direkt aufrufen. Heutiges Datum ist das Buchungsdatum. Das Ganze soll von unserem Bankkonto erfolgen. Und der Betrag ist 7.000 US-Dollar. Wir suchen uns die offenen Posten unseres Kreditors, die wir ausgleichen möchten. Wir sehen, das Buchungssaldo ist 0 und somit kann der Beleg gebucht werden. Damit haben wir jetzt einmal geschafft, von einer Ausschreibung bis zum Buchen des Zahlungsausgangs so einen Bestellprozess komplett durchzuführen. Ich navigiere jetzt nochmal zurück auf die Ausschreibung und Verwalten-App und gehe in unsere Ausschreibung. Und wir schauen uns in dieser Ausschreibung nochmal den Prozessablauf an. Wir sehen hier in der Ausschreibung, sehen wir den Prozessablauf nur bis zum Erstellen der Bestellung. Weiter wird dieser Prozess hier nicht dargestellt. Wenn wir uns jetzt die Bestellung anschauen und uns in der Bestellung auf der Ebene der Positionen den Prozessablauf anschauen, dann erkennen Sie hier, dass wir jetzt auch die
Wareneingang und die Lieferantenrechnung sehe. Ja, das macht ja auch Sinn aus Sicht von einer Ausschreibung. Die Ausschreibung ist beendet mit der Bestellung und dann startet sozusagen der nachgelagerte Bestellprozess. Und natürlich können wir uns das auch nochmal im Belegfluss darstellen. Ja, wir sehen jetzt hier den operativen Belegfluss und den Belegfluss im Finanzwesen, nachdem die Bestellung vollständig bearbeitet wurde. Also wir haben hier die Normalbestellung mit dem zugehörigen Wareneingang und dem Rechnungseingang. Ja, wir sehen, zu diesem Wareneingang gibt es einen Buchhaltungsbeleg, zu der Rechnung gibt es einen Buchhaltungsbeleg und schlussendlich gibt es die Debitorengutschrift, die die Rechnung ausgleicht. Und zum Abschluss zeigen wir uns das noch einmal in der Key-Kontensicht an. Und wir sehen jetzt hier eben, welche Konten durch die drei Belege gebucht wurden. Wenn wir uns das noch ein bisschen farblich darstellen, dann erkennen wir auch wieder, wie der Zusammenhang ist. Blau ist die Buchung des Wareneingangs. Orange dargestellt ist der Eingang der Lieferantenrechnung. Und grün dargestellt ist dann die Buchung des Zahlungsausgangs. Und somit ist jetzt dieser Prozess aus Sicht des Einkaufs abgeschlossen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.